Hallo und herzlich willkommen zu Crossover auf meinem Kanal Minimi Sims Paradies. Die Aufnahme und der Schnitt sind von unserer lieben Munis Kanal, von der lieben Vanny Muni. Und eine neue Folge ist herangebrochen. Ich entschuldige mich ganz, ganz, ganz doll bei euch, dass gestern kein Crossover kam. Das war meine Schuld. Ich kam einfach leider nicht dazu, eine Aufnahme zu machen und sorry. Oh, wie süß, guck mal, Damon und Mercia sitzen im Garten oder sind im Garten und Damon schaukelt die liebe Mercia an oder schubst sie an, ne? Das heißt schubst sie an. Aber das sieht so süß aus, die beiden sind einfach füreinander geschaffen, also ich finde die beiden passen super gut zusammen. Und ja, da fängt es jetzt an. Ich hoffe, ich höre alles gut, meine Ohren sind doch ein bisschen sehr schlecht, deswegen sorry. Ja. Also er ist sehr verspielt und hoffentlich wird er nicht hysterisch, sonst bekommt die Sandra wieder Angst. Die Martha war das eben, die schläft daneben und... Ja. Ach Gott, ja, Messia ist ja schwanger. Schon wieder fast vergessen. Jetzt bittet er sie, das Baby fühlen zu dürfen. Guck mal, ist das jetzt süß, sie sind so goldig. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, außer... Das ist süß, und jetzt teilen sie die Bilder. Aha, sagt er. Oh. Darf ich unser Baby fühlen? Hast du da was dagegen? Nein, ist das süß. Damon ist familienbewusst. Familienbewusste Sims sind am glücklichsten im Kreise der Familie und werden bei einer längeren Trennung traurig. Ja gut, Gott sei Dank ist er nicht getrennt, sondern... kann sich einfach happy fühlen, weil er ja da jetzt, wie heißt's, beim Mercia ist und ja, alles gut ist, gut. Er liest jetzt irgendwas mit, keine Ahnung, und sie ist sehr konzentriert und muss, was? Ach so, von zwei Sims nicht gemocht werden. Ach, das musst du noch machen, diese Unfugs, okay. Suchst du dir jetzt ein Opfer? Okay. Kinder. Cassandra. Gut, geh zur Cassandra und mach sie fertig. Ist ja lustig. Und hier Cameron Mercy. Okay. Cameron Mercy. Ist der verwandt mit der Mercy? Ah ja, mit der kann man ja was machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie macht. Bestimmt hier... Ah nee. Erstmal fröhlich vorstellen. Ich bin gespannt, ob sie dann jetzt gleich hier die Handtasche über den Kopf zusammengeschlagen bekommt. Gut, sie geht dahin. Das sind sogar beide. Sogar die Agnes. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr diese Kanal, unsere Kanäle abonniert, kommentiert und so weiter. Jetzt ist hier eine böse Aktion drin. Ach Gott, ja. Moment, ich muss mal eben husten. So. Also... Oh, es lässt, man kann sogar lästern über den Irwin. Okay. Oh. Ist es so schwer mit der... Die hat es geschafft und ist jetzt ein Nerdchen. Hä? Ne, er ist ein Nerdchen. Okay, Entschuldigung. Hallo, Patsy! Hey! Lustig vorstellen. Patsy ist da. Was machst du denn da? Okay, also gemocht wird sie... Ah, von einer von beiden wird sie schon mal nicht gemocht. Und, jetzt ist sie voll gelangweilt. Voll witzig. Hat sie sich jetzt vorgestellt bei der Oh, die mag sie auch nicht, okay. Hast du jetzt die Patsy verärgert? Okay. Oh, subscribe meinen Kanal und geht rüber zur Muni und ja. Abonniert ihren Kanal auch und da würden wir uns freuen. So, also Mercia muss jetzt wirklich dringend auf die Toilette. Also die mögen sich gar nicht. Und überhitzt ist sie auch noch. Oh nein, jetzt hat sie sich eingepieselt. Nein! Ja.
arme Mercia. Guck mal, was du wieder da durchgehst. Aber da haben wir sie wieder, deine berühmte Stinkewolke. Aber es macht nichts. Was ist das? Oh, es ist auch noch das Wasser abgestellt worden. Ihr habt einen Dave zu Besuch. Erstmal Rechnungen bezahlen. Ihr habt ja genug Kohle. Oh Mann, oh Mann. Was macht der Dave? Der hat bestimmt noch irgendwas zu tun hier im Haus und checkt, ob alles gut ist. Und ich finde diesen Besen, der da drin steht, so cool. Ja, also gut. Warum hat der Hund Angst? Vom Grill? Martha? Beruhigen? Okay. Mercia ist jetzt duschen. Dusche die Dusch, dusche die Dusch. Ja, Leute, ich weiß gerade gar nicht, was ich so sagen soll. Drittes. Oh, es kann jederzeit losgehen. Sims, die keine Kinder mögen, fühlen sich nicht wohl. Oh, sie fühlt sich nicht wohl, weil sie schwanger ist, weil sie keine Kinder mag. Oh, das habe ich auch vergessen, dass sie ja so ein paar negative Eigenschaften hat. Aber was, ja. Upsi, habe die Futternäpfe vergessen. Upsi, die armen Hunde. Martha, Essen geben. Ach so, das wirst du jetzt wahrscheinlich merken, dass kein Essen geben möglich ist. Oh. Aber er gibt dir so Essen. Ja, das passt auch. Also die quatschen jetzt eher unter Dave, die beiden. Die scheinen sich auch recht gut, also sie verstehen sich sehr gut, ne? Die sind ja auch schon sehr gut befreundet. Wie man der Leiste entnehmen kann. Er mag Hip-Hop, oh Gottes Willen. Naja, okay. Er mag Hip-Hop. So, Mercia. Kommen heute die Babys oder kommen sie nicht? Es wäre sehr schön, wenn die Babys kommen. Komm schon, wen? Setzt ein! Wir haben nämlich schon 7 Minuten... aufgenommen und die Folge geht nicht ganz so lang. Also los jetzt. Wehen. Könntest du die Wehen kriegen? Sie isst jetzt erstmal einen Hamburger. Ach Gott, da steht ja alles voll in dem Regal. wie geil, guck mal. Warum steht denn da alles so voll? Naja. Okay. Im Badezimmerregal. Okay. Naja, jedem so das Seine und ja, Mercia das meiste. Da, 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 da. Jetzt haben die Leuten, also die legen ihren Müll überall hin in dem Haus. Noch. Noch. Aber es ist okay. Oh, da. Einer der Hunde ist ganz schmutzig. Du musst vielleicht mal waschen. Ja. Entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe gehört, was für ein toller Sim du bist. Wie wäre es mit einer großzügigen Spende für einen wohltätigen Zweck? Spendest du? Ja, sie spendet. Krass. Cool, obwohl ihr euch nicht mögt, hast du gespendet. Du bist ja echt sehr beschämt und sehr nett. Damon schläft, Mercia räumt ein bisschen auf. Jetzt könnt ihr aber langsam auch mal die Wehen einsetzen, gell? Ich kann es kaum erwarten, die Babys zu begrüßen. Ach ja, sie muss schlafen gehen. Ist es jetzt schon gewesen mit der Folge? Da, 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 sie schläft und hat sich ausgeschlafen. Wir haben 22 Uhr und die haben ausgeschlafen. Jep. Oder er hat ausgeschlafen. Muss ich jetzt noch ein bisschen duschen oder baden? Ach, er badet die Minka. Und? Ja. Muss ich wirklich baden? Ich hab keine Lust. Nein, heute gibt es keine Babys, Leute. Heute gibt es keine Babys. Wie schade. Dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich höre schon unseren Jingle und freue mich sehr. Das war eine sehr angenehme Folge, muss ich sagen. Mir hat es gut gefallen. Erstmal was ein bisschen fürs Bestreben tun. Und ja, man hat gesehen, dass die beiden sich sehr gut verstehen. Und Patsy haben wir gesehen, wie sie sich mit Mercia angelegt hat. Ach Gott, da ist ja so ein Podest dran. Wie cool. Ja, jetzt bat mal schön die Minka. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Crossover. Und sorry nochmal, dass das heute kommt. Dankeschön an die Venny für ihre Geduld mit mir. Macht's gut. Ciao. Maybe.
think who can know? Wrong jeans, love, Lord. Said Father's sin is me before.